So, schön, dass es geklappt hat. Hallo Marie und hallo Sophie. Hallo Hallo. Jochen. Heute mal im Doppelpack. Das erste Mal, dass wir einen Nachgefragt im Doppelpack haben. Ja, Marie, ich hatte mit dir telefoniert. Du hattest so ein bisschen Angst vor dem Thema. Hast gesagt, also mit meiner Schwester mache ich das auf jeden Fall zusammen, aber alleine nicht. Ja. Ja. Man sieht schon, ihr seid ein Herz und eine Seele. Das stimmt. Genau, und da sind wir schon mitten beim Thema, wie kommt denn oder wie ist denn eure familiäre Konstellation bei euch beiden insgesamt so? Na, wir waren eigentlich schon ziemlich eng, seitdem ich auf der Welt bin, weil Marie ist zwar schon ein Stückchen älter wie ich, aber du hast dich eigentlich immer um mich gekümmert. Und dadurch hat sich das eigentlich ergeben, dass wir wie Freundinnen quasi groß geworden sind. Keine Intimität. Also du Ja. bist, ihr seid ja Halbschwestern, gell? Ja. Genau, Halb ganz über Schwestern. gefühlte ganze Schwestern, Nein, nicht ja? sogar ab nächster Woche Aha. sind wir komplett. Okay. Also werde ich adoptiert von meinem Stiefvater und dann ist sie meine ganze Schwester. Genau. Ah, umso besser. Okay, gut Ja. zu wissen. Und da im Hintergrund ist die Mama, ja? Mama. Okay, hallo. Hallo. Ja, und da, ach, der Max ist auch noch da. Na, Ja, das ist ja alle. ganz, ist ja ein Emily. ganzes Familientreffen Drei heute. Generationen. Genau. So, und dann fangen wir gleich mal an mit dem Thema CrossFit. Ihr seid ja zu uns gekommen. Wir haben gerade schon mal ein bisschen gesprochen im September 2019. Da kam so der Familien, die Familienbande so gesamt zu uns. Ja, da war noch dein damaliger Freund dabei, Sophie. Und ich glaube auch die Andrea. Kann das sein? Ja, nee, Ich glaube, Andrea. du meinst die Nicole. Ich hatte noch eine Freundin dabei, die war ja wirklich nur zum Probetraining. Und Stimmt. Andrea, die war, glaube ich, eine Woche vorher schon da. Also wir haben Ah, genau eine Woche stimmt. überschnitten. Aber wir haben beide Genau. ziemlich gleich angefangen. Durch die Nicoletta. Genau. Die Nico, genau. Genau. Nicoletta. Ah, okay, jetzt schließt sich so der Kreis, genau. Also ihr kennt euch alle und ihr kennt auch die Andrea, Ja. ja, schon relativ lange. Woher kennt ihr euch alle? Wie kam das? Ja, ich kenne die zwei Mädels aus der Uni. Also im Endeffekt, ich habe die Nicoletta kennengelernt durch Studium. Okay. Und die Nico kennt die Andrea. Und dadurch Okay. sind wir mir dann ja so in eins gekommen durch die Partys und halt Freunde geworden. Und ich kenne Okay. sie immer riesig kennen. Und genau. Weil ich ja, wir teilen ja alles im Endeffekt. Auch eben dann, dass ich sie auch mit in meinen Freundeskreis reinbringe, genauso wie Okay. ihren mit rein darf. Okay. Genau. Und bei dir, Sophie, du bist ja da mitgegangen mit deiner Schwester. Ja, genau. Ja. War das zwanghaft oder war das freiwillig? Na, Marie hat mich tatsächlich, hat mich eben darauf gebracht, sie hat gefragt, ja, hättest du dann Lust auch mitzugehen, das auszuprobieren, hat mir das so ein bisschen erklärt, was sie davon weiß. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, warum nicht? Weil ich wollte schon länger irgendwas Sportliches anfangen. Genau, also es war nicht gezwungen. Na. Ah, umso besser. Ja, und drauf gekommen bist du, Marie, dann halt über die Nico Mit und Nico, ja. genau, okay, genau, so Ja, hat sich weil dann ich der war Kreis. schon sportlich aktiv und Nico und ich ticken da ziemlich gleich, weil wir brauchen ein bisschen was Actionmäßiges. Und sie hat dann gesagt, boah, probier das unbedingt aus. Und dann so, ja, okay. Jetzt haben wir damals das Ref dann abgewartet und dann habe ich gesagt, okay, schau mal hin. Ja, Dann genau. war Und alles seitdem gut. seid ihr eigentlich, wenn alles normal läuft, ich sag mal so zweimal die Woche normal Ja. am Start. Genau. Und dein Sohnemann hat sich dann auch noch dazu, ist dann auch noch dazu gekommen, gell? Der Max macht das auch ganz gut. Und wir waren eigentlich kurz davor, du kannst dich erinnern, vor dem zweiten Lockdown, dass wir Ja. gesagt haben, okay, er kommt jetzt normal mit rein in die Klassen. Aber dann kam Warte. Corona dazwischen und dann haben wir das erstmal aufgeschoben. Genau, aber bei den Online-Trainings sehe ich euch nie. Ja, das heißt, wie haltet ihr euch denn jetzt gerade fit? Wir haben immer zu tun. Also wir haben jetzt Anfang des Jahres, habe ich bei uns in der Firma unten unser Lager ein bisschen umfunktioniert. Und dann haben wir die Wutz einfach gemacht, die du immer einstellst, was echt tolle Sache ist, und haben die dann halt durchgemacht. Ja, genau. Und ich sage mal so, November, Dezember war ziemlich mau. Also da haben wir uns ziemlich schleifen lassen, Ja. halt den Alltagsstress Ja. auf Achse und so. Aber ja, und jetzt momentan, seit einer Woche, knapp 2 Wochen, sind wir wieder, hängt man ein bisschen hinterher, weil wir ja, jetzt haben wir wieder. Dann ist wieder ein Geburtstag, dann ist wieder von der Firma was und naja. Du arbeitest ja auch immer und ich studiere und es ist manchmal halt Genau. so aneinander vorbei, das Blöde ist. Und alleine würden Alleine wir nie Sport wollen wir das machen. nicht. Ist das Naja, Mann? und man hat, glaube ich, auch keine feste Zeit, wo man sagt, okay, ich muss Richtig. heute um 6 in der Box Genau. sein, zum Beispiel.
Ja, wo man dann eh seinen Tagesrhythmus darauf ausrichtet. Ja. Ja, das war immer der Vorteil vom Hinfahren. Das war es Ja, eben. genau. Also. Das ist so eine gewisse Zwangssituation, wo man dann doch geht. Ja, ist für die meisten einfach Ja, so. Man ja, hat einen ja. festen Termin und der zwingt dann halt dazu, dann wirklich was Das zu sind. machen. Genau, Ja. genau. So, jetzt ist es ja so, bei dir, Sophie, man darf bei dir das noch sagen, du bist ja noch sehr jung. Ja? Du bist ja noch keine 20. Ja? Nee. Du wirst, glaube ich, im August 20, gell? Nein, ich werde 19, ich werde 19. Du wirst erst 19. Ach du Bin Scheibenklasse, 18, du bist ja. 18, der Wahnsinn, ja. So, das heißt, wie ist denn dein Werdegang bis jetzt? Du hast jetzt Abi abgeschlossen. Ja, ich habe letztes Jahr Abitur gemacht, genau. Aha. Und dann dieses Jahr im Wintersemester habe ich in Regensburg das Studieren angefangen, und zwar Biologie. Okay. Ja, genau. Und jetzt bin ich halt mitten unter dem Biologiestudium. Wie kommst du auf Biologie, wenn ich fragen darf? Also, ich wollte eigentlich Psychologie studieren. Und da bin ich vom NC her nicht rangekommen. Und dann habe ich mir überlegt, was ich jetzt als Alternative nehmen könnte, was mir auch was bringt von den Semestern her. Und bin halt eben dann auf Biologie gekommen. Genau. Okay. Und jetzt werde ich vielleicht später nochmal wechseln, aber ich bin noch nicht sicher. Okay. Aber eine Anrechnung gibt es da nicht. Du fängst, wenn du Psychologie machen willst, dann musst du wieder mal von neuem Ja, anfangen, die oder? Anrechnung, da geht es darum, dass du, das gilt als Wartesemester, und pro Wartesemester kriegst du halt so und so viel gut geschrieben. Ah, Genau. okay. Deswegen. Also Und es ist Biologie ist jetzt. eben verwandt, deswegen geht es. Aber es ist jetzt nicht wirklich dein Wunschfach. Dein Wunschfach wäre Psychologie. Genau, aber es war meine Zweitwahl quasi. Okay. So. Das heißt, es kann auch passieren, dass du es fertig machst, ja? Könnte, ja, wenn Sie mich immer noch nicht wollen, dann mache ich es weiter. Und wo studierst du da? In Regensburg, also zurzeit ist wirklich alles online, also alles Online-Vorlesungen und so, also da von daheim aus, aber sonst Ja. ja an der Uni Regensburg. Ja gut, bei dir war ja dann im Endeffekt das zweite Schuljahr dann vom Abi. Das ist so ein bisschen von Corona, vom ersten Lockdown betroffen worden, gell? Ja. Da bist du so reingeschlittert für 2 Monate, denke ich, oder? Dann hat sich das wieder gelockert. Ja, ich habe in April hat es angefangen, und dadurch, dass ja regulär die Prüfungen im Mai anfangen, hatte ich ja nicht mehr wirklich Schule. Aber ja, eigentlich wäre es normal weitergegangen dann. Okay, Und im also. Juni waren dann endlich die Prüfungen. Warst du da, bist du da, sag ich mal, mit einem blauen Auge durchgekommen, oder? Ja, mehr oder weniger. Zumindest fürs Abi, weil mein Sohn steckt jetzt mittendrin. Oh. Und das ist natürlich ja, ist furchtbar. Also es ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes, ja. Ja. Man beobachtet das Treiben als Elternteil auch so mit Sorge. Was kriegt er dann für einen Abschluss? Ja, was ist denn noch wert? Der Corona-Abschluss, aber mei. Corona-Abschluss, ja. Genau, es ist halt, wie es ist. Naja, und dann bist du zum Studium nach Regensburg gegangen, aber dann bist du ja auch eigentlich nie so wirklich präsent dort gewesen, oder? Tatsächlich hatte ich ein Praktikum im November oder Dezember. Ich weiß nicht. November und Dezember war es. Also wirklich November, Dezember hatte ich ein Praktikum. Das hätte ich jetzt eigentlich auch gehabt, wo man Pflanzen und Tiere aufschneidet, um sozusagen deren Anatomie besser zu verstehen. Und dafür durfte ich hoch. Genau, ins Also Labor. das Praktikum war an der Uni. Genau. Genau, aber die Vorlesung hast du dann da nicht besucht. Das hast du dann, Nee, die war daheim. genau, immer von daheim. Das heißt, du kennst es eigentlich gar nicht. Das heißt, den Uni-Alltag, der ist für dich eigentlich im Moment 100% online und du kennst es auch gar nicht anders. Und wie ist das für dich? Es ist ein bisschen komisch. Also ich meine, es ist schon gut organisiert, dadurch, dass wir eine WhatsApp-Gruppe haben. Also man kennt die Leute nicht gar nicht, kann man sagen. Man hat wenigstens ein bisschen Kontakt, aber es ist, glaube ich, nicht so, wie es sein sollte, das Unileben. Vielleicht ändert sich hoffentlich bald. Die ganzen Professoren haben zumindest gute Hoffnung, dass sie ändert. Aber Jetzt gehen ja. wir mal davon aus, im Sommer läuft alles wieder normal. Das heißt, du würdest dann nach Regensburg ziehen, du hast dann deine Wohnung oder wie ist da der Plan? Oder eine WG? Ja, ich habe vor, wenn es so weitergeht und vielleicht dann wieder normale Vorlesungen anfangen, mit meinem Freund hochzuziehen nach Regensburg. Aber das ist alles noch sehr schwammig, weil man weiß ja nicht, wie es weitergeht. Also mal schauen. Also dein Freund wohnt schon in Regensburg. Nein, er macht gerade Abitur. Ach so, Ja. okay. Ihr würdet zusammen hinziehen. Genau. So ist der Plan. Okay. Naja, da kann sich ja noch viel ändern, ja, und viel anpassen. Wer weiß, was durch Corona noch alles so in die Quere kommt. Aber ich drücke da auf jeden Fall mal die Daumen, ja, dass das alles Danke. gut weiterläuft. Aber so in der Online-Phase jetzt bist du gut dabei. Macht es dir Spaß? Also es ist schon sehr interessant, weil ich halt das Fach auch echt gern mag und so. Aber es ist manchmal sehr anstrengend, sage ich mal, aufzupassen, um mitzukommen. Weil halt alles so, wie du schon sagst, wenn man einen Termin hat und hinfahren muss, ist es was anderes, als wenn man daheim im Computer reinschauen kann. Weißt du, das macht doch einen Unterschied, ob man vor Ort ist Ja. oder daheim sitzt. Aber allgemein Ja. schon Spaß. Schon schön. Wie machen das dann die Professoren bei euch? Haben die dann Präsenzstunden auch oder wird das aufgezeichnet und ihr könnt es euch irgendwann anschauen oder wie läuft das abgehalten? Eben teils, teils, es kommt vom Professor drauf an, manche machen es eben über Zoom.
Oder andere zeichnen jetzt, wie du schon gesagt hast, auf. Und man kann sich anschauen, wann man will. Genau, also das ist gemischt. Und wenn ihr das über Zoom macht, sagt dann der Prof so, jetzt schaltet mal bitte eure Kameras ein. Ich möchte euch auch mal sehen. Ich möchte sehen, mit wem ich da spreche. Oder macht er da einfach einen Monolog für sich und dann ist die Stunde vorbei und das war's? Oder wie läuft das? Tatsächlich machen wirklich fast alle das wirklich monologsmäßig, weil sie halt sagen, ja, ich kann das nicht von euch verlangen, wenn ihr wollt, gerne. Aber tatsächlich ein Kurs, das ist auch ein Pflichtkurs, muss ich die Kamera anmachen, damit sozusagen klar ist, dass ich da bin. Okay. Also da bin ich verpflichtet. Bei mir fällt das halt auf, ich finde das ganz interessant, mir fällt das halt auf in meinen Kursen, in den Online-Klassen, die wir machen. Ja, da ist es für mich natürlich unabdingbar, dass ich die Leute gut coachen kann, wenn ich die sehe, ja. Klar, die Bewegungsmuster etc., das muss ich natürlich sehen können. Es gibt aber immer ein paar, die sie nicht anmachen, aber die meisten machen sie dann an. Und ich sehe es halt bei meinen Kindern, meine Tochter ist gerade da seit ein paar Wochen und die macht hier ihr Schulzeug sozusagen. Und da laufen die meisten Präsenzstunden ohne Kamera ab. Und ich finde das ganz komisch. Also die gucken alle in so einen schwarzen Bildschirm, Haufen schwarze Kästchen und man sieht nur die Lehrerin so ein bisschen und das war's dann. Ja, es gibt einen Lehrer, der sagt, ey, bitte Kameras einschalten. Und ich glaube, wenn ich Lehrer wäre, ich würde wahrscheinlich auch drauf bestehen, weil ich es einfach auch zwischenmenschlich viel, viel besser finde, wenn man sich sieht. Ja. Ja, bei uns ist das halt ein bisschen, keine Ahnung, die meisten Lehrer haben ja die meisten Professoren haben eine PowerPoint und sonst sind das halt dann so 200, 300 Leute in diesem Zoom-Meeting. Das heißt, ihm wird das wahrscheinlich gar nicht so viel bringen, weil dann sieht er halt vielleicht zwei Leute oder so. Ja, das stimmt. Rand oder so. Deswegen ist es die meisten Leute egal. Ja, das stimmt. Also in der Beziehung schon. Ja. Naja, okay. So, Marie, wie läuft denn dein Leben im Moment so ab? Dein Corona-Leben? Oder erzähl doch mal so ein bisschen mehr von dir. Du studierst wahrscheinlich nicht mehr. Du bist gerade fertig geworden, vermute ich. Ja? Gerade, ja. Was hast du denn studiert? Ich habe Lehramt studiert für Hauptschulen. Aha. Passau. Und habe dann auch mein Referendariat abgeschlossen. War dann im Endeffekt mit dem Referendariat 5 Jahre Lehrer. Und habe das dann hinter mich gelassen, weil mein Mann sich dann selbstständig gemacht hat und bin dann bei ihm ins Geschäft mit eingestiegen sozusagen, aber als Angestellte im Lager und in der Buchhaltung mache ich jetzt dann nebenher. Das heißt, Lehramt hast du nie so richtig gemacht und praktiziert? Ja, doch. 5 Jahre. 5 Jahre warst du Lehrer sozusagen? Okay. War ich Lehrer und dann bin ich ausgestiegen. Und, vermisst du ein bisschen was oder sagst du, es war die richtige Entscheidung? Wie war das für dich? War auf alle Fälle die richtige Entscheidung. Was ich vermisse schon das Unterrichten und auch die Kinder. Also das ist ja meins gewesen, warum ich auch Lehrer werden wollte, ist ja wegen die Kinder. Und mir geht es deswegen nicht ab, weil durch Corona habe ich ja jetzt meinen kleinen Scheiße hier zu Hause sitzen und unterrichte ihn dann halt. Also ich glaube, er hat ziemlich Glück, dass er mich ja dann als Mutter hat, weil ich mich dann einfach mit ihm hinsetze und Nachmittag dann nochmal durchgehe, wenn er irgendwas nicht verstanden hat oder Hausaufgaben braucht. Und Also meinst du auch, der Max sieht das auch als Glück an, ja? Ich frage ihn immer wieder, wie es ihm jetzt dabei geht. Bei ihm in der Schule kann man wirklich sich nicht beschweren, es ist gut organisiert. Seit dem ersten Lockdown haben die Teams, die Lehrer haben zwar ein bisschen gebraucht, bis sie reingekommen sind, aber jetzt mit dem zweiten auf alle Fälle, die haben von 7:45 bis 12:45 und auch die Nachhilfestunden haben die Kurse, also haben die ihre Online-Kurse und da wird auch Unterricht gemacht. Also ich könnte jetzt keinen Nachteil sehen. Welche Stufe ist er jetzt? Welche Klasse? Sechste ist er jetzt. Okay. Klasse. Und vor dem, Freunde, er sieht zwar seine Dorfkumpels sozusagen, aber ich glaube, es ist ein bisschen das Interagieren in der Schule fehlt. Ja. Also das, glaube ich, geht ihm schon ab. Es war nicht unbedingt der Typ, der gerne in die Schule geht, aber es geht ihm doch auch ab. Und, ja, klar. Was ich halt auch finde, eben aufgrund dessen, die Lehrer schauen jetzt auch nicht unbedingt, dass die Kinder die Kameras anmachen, aber ich glaube, da gibt es schon viele, die sich daran gern verleiten lassen, so zum Saloserzei. Genau. Bayerisch. Ich schalte mal alles ein und dann gehe ich mal kurz woanders hin. Ja. Genau. Also gibt es viele, aber das ist halt, ich glaube, umso jünger, umso schlechter ist es dann auch irgendwo. Aber
er kommt damit recht gut klar. Da bin ich auch froh. Ich sage es, wir sehen es jetzt in der Zeit positiv, weil das ist für uns eine Stunde länger schlafen. Also ist so. Ja. Und, das wird jetzt dann eher wieder Umstellung, wenn es dann weitergeht. Weil dann heißt es, 6 Uhr aufstehen, zum Bus und ja. Ich habe eben Glück, dadurch, dass ich ja eh dann im Homeoffice bin, von Haus aus, kann ich mir das relativ gut legen. Also ich sehe das relativ gelassen. Ich kann meine Arbeit machen, er kommt gut mit der ganzen Technik klar. Und so, wir sehen uns aber auch immer wieder, weil ich muss ja auch jetzt nicht ans Telefon gehen, wenn ich jetzt gerade nicht kann. Und ja, genau. Kann mit ihm dann reden. Das ist eigentlich. Also ist das für euch relativ einfach zu gestalten? Ja, gell? Also ich kann es ziemlich gut handeln damit. Also, okay, das ist gut. So jetzt höre ich so ein bisschen, oder ich meine zu hören, so einen fränkischen Dialekt bei dir. Ja. Na? Also dann habe ich das noch rausgehört, irgend so ein rollendes R, so ein bisschen fränkisch. Ja. Du kommst, wo wohnt ihr oder wo sitzt ihr jetzt gerade eigentlich? Wo wohnt ihr da? Wir sitzen jetzt gerade bei mir zu Hause in Aholming. Ah, Aholming. Genau, Aholming. Die wohnt ja in Osterhofen. Das okay. Sind 7 Kilometer auseinander. Okay. Wir sind ja, also kurz vor Plattling sind wir ortsansässig. Ah ja, okay. Osterhofen ist in der Nähe von Künzing. Genau. Die Richtung. Und Aholming ist genau zwischen Osterhofen und Plattling. Ach so, und dann wohnst du, Sophie, in Osterhofen? Mhm. Hast du eine eigene Wohnung? Nein, ich wohne vor meinen Eltern. Maria eine eigene Wohnung, deswegen ist sie hier. Ach so, okay. Ja. Aber du bist dann auch öfters da bei der Marie? Ja, schon. Der Doktor hat auch, wie manchmal die Firma halt fahren und die Firma ja in Aholming ist das halt so. Ja, ja. Okay. Okay. Also ich sag mal so, wir hocken schon viel aufeinander, unsere Familie. Ja. Also wir sind gut verknüpft. Ja, das ist gut. Eine große Familie, dadurch, dass halt wir alle miteinander arbeiten. Meine Mama, ich, mein noch Stiefvater, bald richtiger Papa, mein Mann, sind wir immer zusammen. Also Sophie zieht dann mit und ihr Freund auch. Eine echte Familienbande. Ja. Sehr genau. Gut. So, und was macht ihr da genau selbst in der Selbstständigkeit? Mit was beschäftigt ihr sich da? Dein Mann hat das, glaube ich, aufgebaut, das Geschäft, oder? Ja, das hat der Papa aufgebaut und mein Mann ist da eingestiegen. Okay. Und das ist Zentralschmierungen. Das ist für die Nutzfahrzeuge oder landwirtschaftliche Fahrzeuge. Die haben ja Zylinder und an den Zylinder sind Schmiernippel dran. So nennt genau, man die. Genau. Und die zwei schauen halt, dass das auf einem Punkt und automatisch geschmiert wird durch eine Pumpe, die dann das Fett dorthin befördert. Und ja, damit die sich Arbeit sparen können, die Leute, die dann das, normalerweise das Fahrzeug, würden, oder? Genau, die das anschmieren würden, weil das sind dann Verschleißteile dadurch, dass die Maschinen und gehen würden dann schneller kaputt gehen. Und durch unser Zutun, das heißt, durch diese Zentralschmierung kann man die Langlebigkeit der Maschinen fördern. Okay, und das sind dann euer Kundenklientel sind primär Landwirte dann? Ja, kann man schon so sagen. Und Baumaschinenfirmen, würde ich sagen. Genau. Also, weil darauf wäre ich nämlich jetzt auch gekommen, weil ich bin mal Bagger gefahren, da kann ich mich noch gut erinnern, da habe ich immer so eine Handpumpe gekriegt und musste immer Fett pumpen. Ja. Das war immer ziemlich nervig, ja, immer das Fett nachzupumpen. Das wird also bei euch über die Technik dann zentral nachgepumpt. Also da muss dann nur dieser Nachfüllbehälter muss befüllt werden oder wird der ausgetauscht oder wie? Genau, es sind im Endeffekt elektrische Pumpen und die müssen dann wieder mit Fett befüllt werden und das war's dann. Sonst und die Fettbatterie, nenne ich das mal, die wird dann immer, ihr kriegt die alte, befüllt die wieder und... Nee, das machen dann die Leute selber. Das ist dann, geht alles selber. Kann dann alles vom Kunden gemacht werden. Wir montieren das quasi nur eigentlich. Wir montieren das nur und ja. Also hat der ein riesen Fettfass zu Hause unter Umständen, wo der dann... Ja, zum Beispiel. Wo der das wieder nachfüllt. Ach so, und wenn die sagen, also ein Kunde von euch wird es erst, wenn er sagt, ich habe keinen Bock mehr hier manuell zu fetten, sondern baut mir da mal was ein, dass das automatisch gemacht wird. Genau. Dann kommt er mit der Maschine zu euch, ihr baut ihm da so eine automatische Fett. Der wird vor Ort. Ja. Ah, okay. Und wie muss ich mir das vorstellen? Welchen Umkreis macht ihr da? Welchen Umkreis habt ihr da, die Kunden? Also unser Umkreis, ich beschreibe ihn als riesig. Also wirklich. Deutschlandweit, Österreich,
Tschechei, kurz vor der französischen Grenze, Luxemburg, überall, sagen wir da tätig. Woran liegt das daran, dass das etwas ist, was es nicht so oft gibt am Markt? Habt ihr da wenig Konkurrenz? Also ortsansässig jetzt hier im Umkreis ist einer. Aha. Es sind nicht so viele, die das machen, würde ich jetzt schon mal sagen. Und ist halt zum Glück gesagt, wie so ein Friseur, würde ich es jetzt mal vergleichen. Da gibt es auch genügend. Und weil es gibt ja auch so viele Landmaschinen. Und es ist ja auch, wir bauen es ja auch teilweise dann in LKWs ein. Aha. Ja. Und deswegen, ja, weil eben der Papa so gut vernetzt ist, würde ich mal sagen, hat sich das dann auch ziemlich so verstreut dann auch. Also Biogasen sind auch dabei, genau. Biogasanlagen machen wir auch mit. Okay. Die haben auch sowas dran. Ja. Das heißt, ihr habt eure Lieferanten, die euch das entsprechende Equipment schicken sozusagen und ihr verbaut das vor Ort dann ein. Genau. Okay, verstehe. Und das muss natürlich dann auch noch gewartet werden oder wie läuft das dann? Das heißt, kommen die Kunden nur einmal oder kommen die wieder? Also meistens kommen sie nur einmal, wenn sie jetzt, außer sie haben dann ein anderes Fahrzeug, weil das ist eigentlich wartungsfrei. Aha. Außer natürlich aufgrund von Beschädigungen von außen, dass das kaputt geht, aber so hat es eine ziemlich langlebige, ist es eine langlebige Geschichte. Okay. Also eine Investition, die sich lohnt. Du meinst keine Werbung machen, aber. Ja, warum nicht? Vielleicht hört der ein oder andere Landwirt mit, ja, und kannte das Thema noch gar nicht. Ja, es ist halt, ich sage immer, es ist zwar ein Luxusartikel, aber ein Luxusartikel, der auch der rentabel ist, der sich lohnt, der einfach für die Maschinen gut ist. Und das macht dir dann sozusagen, also dein Stiefvater, gell? Oh, ja. Dein Mann. Und du primär, ihr drei, oder wer wir haben noch mehr Angestellte? Oder? Wir haben einen Angestellten momentan und ich und meine Mama sind auch angestellt, aber primär sind die Männer draußen sozusagen und ich und Mama machen zu Hause Lager und Buchhaltung. Also so ein bisschen die klassische... Ich kenne mich aus dem Grund, weil ich während dem Studium beim Papa mitgearbeitet habe. Und bin mit ihm rausgefahren, auch zum Montieren eben im Endeffekt. Also deswegen kenne ich mich auch dort so gut aus. Also selbst wo du schon Lehrerin warst, musstest du ab und zu mal ran, so heißt das, ja? Nein, das war ja noch davor. Also als ich dann Lehrerin wirklich geworden bin, habe ich dann gesagt, okay, wäre auch gar nicht gegangen mit dem Referendar. Ja. Also ja. Mit dem Ref geht das gar nicht. Aber bis dorthin habe ich immer wieder mitgearbeitet. Okay. Also die klassische Arbeitsteilung und jetzt durch Corona irgendwie was gemerkt, dass sich was bei euch verändert hat vom Auftragsvolumen her? Sind die Leute etwas zurückhaltender geworden in der Investition oder was spürt ihr da? Nein. Also erster Lockdown ist es so gewesen, dass wir vom Montieren her keine Probleme hatten. Wir haben nur Probleme mit unserem Zulieferer gehabt. Der ist jetzt in Italien. Der halt dann wirklich einfach Probleme hatte, das zu produzieren. Also das ist der Hersteller, der sitzt in Italien. Und weil die mussten ihre Produktion auch runterfahren in Italien, aufgrund von Corona, was wir so mitbekommen haben, und durften nur noch bestimmten Prozentsatz produzieren. Und gab es halt immer Lieferverzögerungen, wo wir dann schon schwitzen angefangen haben, ob wir dann überhaupt die Teile da haben, um das zu montieren. Und jetzt dann, wo es hin zu Weihnachten gegangen ist, wo es dann immer mehr hieß, ja, Lockdown wieder, oder hat man gemerkt, dass das Kaufverhalten der Leute ein bisschen zurückgegangen ist. Und wiederum, wir haben ja auch Bauunternehmen, die das auch installieren wollen, die sind dann, ja, ist meistens dann das Problem, dass die einfach auf die Baustellen momentan sind. Also die Geräte sind nicht da, dass man es montieren könnte. Sie würden aber gern. Also wir haben auch über Weihnachten dann gearbeitet. Zwar nicht voll durch, es war aber erst der Plan, weil die Maschinen dann einfach stehen und wir können endlich ran. Und das war eben dieses Jahr der Fall. Und ja, seit Januar, es geht jetzt wieder aufwärts. Man merkt, dass die Leute wieder mehr Kaufkraft haben. Ja. Ja. Also es geht, wir haben, ich sage mal so, wir haben
glaube ich, noch einen Zweig, wo es weitergehen kann. Also aufgrund dessen, dass wir wirklich einzelne Kunden anfangen können. Nicht okay. Wie bei Friseuren zum Beispiel. Ja, man muss echt, ich glaube, man kann sagen, dass wir Glück hatten. Ja. Wir hatten Glück. Ja. Also wir hatten da schon Glück. Ja, aber ist doch gut. Das ist doch schön, ja. Dass man da mit einem blauen Auge durchkommt, ja. Und auch ein bisschen positiver in die Zukunft schauen kann. Ja, doch, ja. Auf alle Fälle. Ja, das Einzige, was wir hatten, genau, das war noch kurz vor Weihnachten, war in Österreich. Ist, haben wir eine große Firma, Fahrzeughersteller. Der musste schließen, eine Woche. Aber nicht der Steyr, oder? Nein, Bullmore, weiß Bullmore ich nicht. Okay, nee, der sagt mir nichts. Okay. Der macht Seitenstapler. Aha. Der musste schießen wegen Corona-Fall in der und Firma. Und das ist doch ein wichtiger Kunde, kann man sagen, glaube ich. Ja, und es ist ein relativ großer Kunde, der jetzt dann okay. eine Woche lang ausgefallen ist. Es ist eh bloß okay. eine Woche, aber ja. Hätte auch länger sein können. Genau. Nee, und wie seht ihr das jetzt persönlich? Wie schaut ihr so persönlich in die Zukunft? Was wünschst du dir, Sophie, oder was denkst du dir, wie es weitergeht? Also ich glaube, pessimistisch dran zu gehen, bringt nicht unbedingt was. Also man sollte schon sagen, man hat Hoffnung, dass wieder aufwärts geht. Vor allem Sommer hin war es ja letztes Jahr auch besser. Also vielleicht wird es besser, aber keine Ahnung, ich will es dann nicht unbedingt sagen. Das wird schon wieder, weil wer was sollte. Natürlich will ich es, dass ich endlich in die Uni gehen kann und so, aber mal schauen. Ja, für dich, also du wünschst dir wahrscheinlich schon, endlich nach Regensburg zu gehen, vielleicht dann auch deine Zeit mit deinem Freund dort aufzuschlagen und einfach mal so ein bisschen präsent in der Uni zu haben, dieses wirkliche Unileben mal einfach zu erleben. Ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also eine Bekannte von mir, die hat sich in Passau eingeschrieben auf Lehramt zum letzten Semester und die hat noch eine Wohnung, die sie bezahlen muss. Ja, die ist eigentlich so gut wie nie da. Die hat den Volltreffer gelandet. Ja, die macht auch nur Homeoffice sozusagen, also von zu Hause aus, zahlt aber da voll für die WG. Ist natürlich auch doof, ja. Ja. Und bei dir, Marie, was wünschst du dir so für die Zukunft? Ja, dass es wieder sich irgendwo normalisiert, das Ganze, aber ich bin halt ja kritisch und skeptisch dem gegenüber, wie es weitergeht. Bin auch ein bisschen am Zweifeln, wie unsere Entschuldigung, wie unsere Politik und überhaupt auch die Medien darauf reagieren. Es ist halt teilweise auch ein bisschen unlogisch, was ja, vom Stapel gelassen wird, sage ich jetzt mal böse. Und mir nervt halt diese Unlogik, die herrscht von den Aktionen, die sich halt die Politiker rausnehmen. Und ich hoffe, dass das halt irgendwie wieder besser wird. Und wie Sophie schon sagt, eher dann positiv in die Zukunft sehen und hoffen, dass das jetzt endlich mal wieder eingedämmt wird, wie man so schön sagt, damit man wieder ein normales Leben hat einfach. Weil es ist ja für uns an sich, ändert sich ja für uns jetzt in der Familie nichts, weil man mir immer verarbeiten, sie ist in der Uni, ich gehe deswegen trotzdem zu meiner Mutter, ich gehe deswegen trotzdem zu meiner Schwester oder zu meiner Freundin. Das ist nicht das Problem, aber man merkt trotzdem irgendwie, man ist eingeschränkt. Ja. Und das wie genau, um 9 wieder zu Hause und kein CrossFit. Endlich sagt ihr es. Ja, das stimmt schon. Das sind alles solche Sachen. Also das war auch vor allem für mich, ist das so das Rauskommen in der Woche, dass ich wohin fahre, weil ich sonst wirklich mit der Arbeit viel um die Ohren habe, wo ich dann sage, okay, das ist jetzt sind jetzt 3 Stunden und das sind jetzt meine 3 Stunden so ungefähr. Genau, das ist mal die Zeit für dich, die du dir nimmst, wo du dich um dich kümmern kannst, wo dir keine andere in die Suppe spuckt sozusagen. Genau, wo ja, man das verstehe ich schon. Kann. Ja, also der CrossFit schon dabei hilft, also da richtig runterzukommen, habe ich auch eben vor allem in der Zeit von, wo ich noch Lehrer war, gemerkt, wie das einfach mal wirklich die Stunde, wo wir da voll Power Wut machen, da denkst du an nichts anderes. Das stimmt. Wie an, Gott, wie lang noch? Wie viele Runden? Ja. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt überlebe, aber es ist schön. Ich bin dann auch, also Nachmittag, weil wir gehen ja doch meistens dann in die Abendkurse, müde. Fertig, dann denkt man sich, oh Gott, jetzt noch eine Stunde nach Passau fahren, da wird es auch nicht besser durch die Müdigkeit mit dem Auto fahren. Und dann noch trainieren, aber nach dem Trainieren, ich war immer wieder wach. Also okay. Ich habe nochmal gepusht, dann habe ich, okay, jetzt bin ich wieder wach. Sehr gut. So, also,
zwar fertig, aber gut fertig vom Körper, nicht vom Kopf, sondern eben vom Körper, dann einmal ein bisschen noch ausgepowert. Also ich spüre jetzt auch die ersten Frühlingsgefühle, weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ihr seht es hier, wir haben ja strahlenden Sonnenschein. Ja, wir können, ich habe schon ersten Leute mit kurzen Hosen raus rumrennen sehen. Es ist wahnsinnig warm. Ja, also es ist wirklich so bei mir auf der Terrasse. Ich könnte mich da nackt hinlegen und mich sonnen. Es ist wahnsinnig warm. Bei euch ist ähnlich wahrscheinlich, oder? Ja, heute früh war es echt komisches Wetter irgendwie. Erst Sonnenschein, dann hat es geregnet und mit einem Mal auch bei euch passiert dann übelst warm. Ich bin in die Firma runtergefahren mit der Winterjacke, also mit meinem Mantel. Und dann habe ich gedacht, boah, nee, den brauchst du heute nicht. Ja. Also war dann wirklich warm. Also Frühling, ja. Oh, schön. Ja, genau. Und dann habe ich so, ich habe draußen ein bisschen gewerkelt, dann habe ich nebenbei Radio gehört, dann habe ich so gehört, die ersten Inzidenzzahlen, da in der Gemeinde wieder unter 50, da wieder unter 50, da unter 50. Okay, es geht wieder aufwärts. Das hat mir wieder so ein bisschen Lebensfreude mehr zurückgebracht, ja, wo man dann doch täglich eigentlich kämpfen muss, damit man nicht pessimistisch wird, sondern dass man optimistisch bleibt. Das ist ja gar nicht so einfach für den einen oder anderen im Moment. Aber das hat mir wieder so ein bisschen auch geholfen, wieder positiv in die Zukunft zu schauen. Also ich gucke immer so ein bisschen aufs letzte Jahr, weil wir haben es ja im Grunde genommen schon mal durchgemacht im Frühjahr. Ja, da ging es dann Mitte April, durften wir dann wieder aufmachen. Also zumindest erstmal Outdoor durften wir wieder trainieren. Das war ziemlich genau Mitte April, wo wir hinten auf der Rampe wieder trainiert haben. Und dann Ende April war es eigentlich schon ab Mai wieder normal, in Anführungsstrichen, mit den Hygienevorschriften etc. Insofern bin ich jetzt mal optimistisch, dass das ähnlich laufen wird. Ja, dass das irgendwie ab Ende März irgendwie wieder weitergeht. Ja, ja. Aber wie gesagt, draußen war echt auch immer wieder schön. Also das hat mir dann schon gefallen, als wir im Mai dann wieder eingestiegen sind. Die draußen, die Woods, die waren auch echt cool. Genau. Ja, das würden wir auch sofort wieder machen, wenn wir wieder dürfen. Ich meine, wir haben die Möglichkeiten, das bietet sich einfach an und da kann man dann wieder was machen. Zum Glück. Naja, dann bleiben wir mal optimistisch. Ja. Das nehmen wir uns jetzt fest vor. Dann wünsche ich dir, Sophie, dass du bald mal nach Regensburg kommst und endlich dein Studium so richtig anfangen kannst. Ja. Und für dich, Marie, ändert sich ja nicht so viel im Tag, oder dass du dann abends mal auch mal länger als bis um 9 draußen sein kannst und durch die Häuser ziehen kannst. Genau, dann bedanke ich mich schon mal ganz, ganz herzlich für dieses Interview, für dieses Gespräch. Ja, wie gesagt, unser erstes Doppelpack, es war heute eine Premiere, aber ich denke, wir haben das ganz gut hingekriegt. Und ich sage nochmal vielen Dank euch. Gerne. Ja, also dann, bis hoffentlich bald, gell? Tschüss. Ciao. So, jetzt habe ich den Knopf gedrückt.